Halli, hallo, hallöle, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einer weiteren Runde von Conan Exiles. Ich würde sagen, auf geht's, starten wir. So. Was wollten wir denn jetzt als nächstes machen? Als nächstes müssen wir erstmal wieder Metall holen. Wir eigentlich die Taschen schon leer gemacht? Oh. Wir müssten eigentlich gleich anfangen. Ah, uns fehlt Holz. Gleich ein bisschen vergrößern. Ich hoffe ja mal, dass euch die anderen Folgen bis jetzt gefallen haben. So. Soweit ich weiß, ist Florimon TV auch wieder mit dabei. Also online. So, bevor wir weiter bauen, holen wir uns tatsächlich erstmal Eisen. Weil das brauchen wir ja zum Reparieren von allem und sowas. Habe ich euch ja letztes Mal schon gesagt, ihr habt. Was sagt ihr eigentlich zu der Rüstung, die ich gebaut habe? Die Assassinenrüstung. Ich finde die immer wieder klasse, wenn ich mal Conan spiele. So, ich denke mal, heute werden wir noch zusehen, dass wir in den Dings gehen, in die, ich nenne es Schwefelhöhle. Es gibt ja zwei Schwefelhöhlen. Einmal gibt es die mit dem Krokodil drinne, also dem Krokodil. Es sind ja mehrere eigentlich da drinne, aber also es gibt ja mehrere Krokodile in der Höhle, aber was ich jetzt meinte mit dem Krokodil ist, es ist ein Level 1 Totenkopf-Krokodil, so nenne ich die. Und die, da wollen wir dann nachher rein, mal gucken. Das Krokodil selber werden wir wohl noch nicht schaffen, aber in dem vorderen Bereich gibt es auch Schwefel und da werden wir gucken, dass wir da Schwefel abbauen. Weil das Schwefel brauchen wir wieder für, na, für Stahlfeuer, damit wir den Stahl herstellen können und bessere Waffen. Ich bin jetzt schon überlastet. Tatsächlich schon zurück. Guck mal hier mal ein bisschen schnell. Immer 90%.
102. Okay. Müssen wir was rausschmeißen. Ups. Na gut, lassen wir es so. Zwei. Trinken brauchen wir auch bald wieder. Ja, wenn die Wege nicht so lang wären. Oder die Ausdauer nicht so schnell alle. Kann man nehmen, wie man will. Erstmal wieder da, bauen wir schnell. Na. Na bitte. So. Metall rein. Holz rein. So lang. Und start. So, ich weiß zwar nicht, ich glaube, die Sonne geht jetzt unter, also sollten wir noch warten mit der Schwefelhöhle. Nanu. Ich habe dann eigentlich immer hier eine Treppe runtergebaut, dass ich bis zum Wasser komme. Und zum Wasser wollten wir ja jetzt. Was trinken, essen. So. Können wir hier unten gleich weiter abbauen. Sie sind überlastet. Jetzt nicht mehr. Bitte. Und dann wieder hoch. Ja, wie ich gesagt habe, wird dunkel. Und dann
kann man nämlich hier. Hinsetzen. Ach schon, alle wieder. Wo dann auch der Dings mit hinkommt, das Sklavenrad. Hier an der Seite werde ich wohl den Tempel bauen. Aber jetzt wird duster. Ich sollte mal drüber nachdenken langsam, dass ich hier Licht reinbekomme. Na komm, wird wieder hell. Wir hatten ja hier hinten. Oh, das ist so dunkel, da siehst du wirklich gar nichts. Musst du warten, bis es hell ist. Da können wir nochmal Werkzeug reparieren. Na, fertig. Jetzt. So. Das war ab heute Messer. Weil Fleisch brauchen wir ja nicht. Wir bräuchten ja wirklich mehr Haut. Nehmen wir das da rein. Es juckt am Ohr. So. So, haben wir auch gleich Eisen ab heute Messer. Na bitte, jetzt sehen wir wieder was. Oh, 9-mal Gummifleisch. Aus Versehen. Müssen wir unbedingt darauf achten, dass das jetzige Fleisch nicht vergammelt dann. So, ja, dann würde ich sagen, wir haben zwar noch keine Feuerschale, aber wir laufen trotzdem mal los zur Schwefelmine. Ich denke mal, diejenigen unter euch, die das Conan noch nicht kennen, sind bestimmt gespannt, was das ist, die Schwefelmine. Ach so, ich habe ja vorhin vergessen zu sagen, also die eine Schwefelmine hat das Krokodil drinne und die andere Schwefelmine, da sind lauter ja, Sklaven und sowas drinne, die aber nicht wohlgesonnen auf uns zu sprechen sind, sagen wir so wie es ist. Die mögen uns nicht. So, hier hinten sind auch ein paar Kohlestellen, was ich euch ja letztes Mal schon gesagt habe. Aber die sind umgeben von Spinnen. So. Gehen wir mal zum Eingang. So, da haben wir die erste Schwefelstelle. Rüsten wir uns mal aus, weil hier hinten drin sind tatsächlich lauter Krokodile. Und in dem hinteren Raum, da hinten, ist tatsächlich dann das große Krokodil. Das kann ich euch ja dann zeigen. Na komm her, Krokofanti. Na, ach, da hinten ist noch. Nehmen wir erstmal die beiden weg. So. Na kommt her, ihr Bein. Na bitte. Machen wir die beiden auch weg. Normalerweise sind hier Bulls. Zumindest war es bei mir bis jetzt so, immer nur auf vier Krokodile hier vorne. Anders sieht es nachher da hinten drin aus.
Ich muss mal beachten, hier im Durchgang ist auch eins, aber das ist noch da hinten. Haben wir hier noch? War hier noch irgendwo Schwefel? Sieht nicht so aus. Dann zeige ich euch den Kameraden mal. Aber erstmal den hier. Zurück. So. Was? Ich bin überlastet? Ist das Zeug so schwer? Was soll ich denn noch schmeißen? Machen wir mal die Hälfte davon. Aha. Ich will es euch ja bloß zeigen. Da hinten sitzt das. Das Riesenvieh. Also gegen den komme ich aber definitiv noch nicht an. So, dann laufen wir erstmal wieder zurück. Schwefel haben wir. Der müsste auch fertig sein seit dem letzten Mal. Dadurch, dass das ja ein Server ist und wenn wir offline gehen, läuft der Server ja weiter. Was wir machen könnten, wir könnten noch ein bisschen Tierhaut mitnehmen. Ja. Du bist überlastet. Ihr wollt mich doch verkohlen. Oh. Oh, Tierhaut ist schwer. Die Adler da oben, die schmeißen mit Steine. Oder Geier, was das sind. So. Darauf achten, wo ist der, der rumläuft, da hinten. Er hat nicht gebrüllt, also hat er mich auch nicht gesehen. Nee. Gut, dann geht's weiter. Zack. So. Ab ins Häuschen. Packen wir den Schwefel erstmal weg, weil den brauchen wir dann später. Tierhaut kommt raus. Das kommt rein. Ja. Nochmal zum Herr, zum Dienst. So, und das andere kommt einmal hier rein und einmal hier rein. Zack, können wir gleich umwandeln. 2:1. So, ach, ich sehe gerade, da haben wir hier noch anderes Fleisch. Können wir auch gleich durchbrutzeln. Ja, dann könnten wir eigentlich... Ach, mal gucken, was brauchen wir eigentlich für die Feuerschale? Feuerschale, da haben wir sie. 20 Eisen, 50 Eisen, 20 Zwirn. Zwirn, 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 das war hier hinten. Oh. Das steht gar nicht. Doch, hier immer noch. 20... 50 Eisen. Können wir nämlich die Feuerschale machen? Nicht alles. So. Ist zwar erst die Stufe 1, aber das ist ja nicht weiter wilde. Hier kommt nämlich dann jetzt der Schwefel rein. Wundsekret? Nee. Wundsekret gehört da nicht rein.
So. Dafür brauchen wir das nämlich, um Stahlfeuer herzustellen. Dann aus Stahl, Feuer und Eisenbahn werden dann die... wird das Stahl für bessere Waffen. Ach, gehärteten Stein, den brauchen wir irgendwann auch noch für gehärtete Ziegel. Aber jetzt haben wir es erstmal so. Ach, jetzt weiß ich, was ich noch machen wollte. Und zwar die Werkbank, normale Werkbank. Weil... nicht Gerbertisch. Haben wir die normale Werkbank noch gar nicht gelernt? Weil den können wir nämlich... wie heißen sie? Laternen und sowas herstellen. So, Talente. Hm, noch nicht. Ah, seht ihr? Möbelmacher. Ich muss ein bisschen aufpassen jetzt. Nicht, dass ich das Falsche lerne. Ah, genau, so war das. So haben wir das. Waffen haben wir ja erst gelernt. Ich denke mal, da brauchen wir vorläufig keine. Rüstung hatten wir auch erst. Da wir noch keine Pferde haben, brauchen wir das auch noch nicht. Religion haben wir Tempel noch nicht stehen. Also lassen wir es erstmal so. Wir brauchen also die normale Werkbank. Da wir ja aquilonisch bauen wollen. Titanisch, Turanisch, Argosanisch. Ja, wir bleiben bei aquilonisch. Brauchen wir 40 Holz. Da. Brauchen wir die 3. Klopfen wir gleich ein bisschen mehr Holz. So. Stellen wir nämlich gleich die Werkbank her. So. Dann nehmen wir gleich Steine mit. Ah, schon wieder überladen. Dann bauen wir hier. Ich muss auf was gucken. Ich hab's gerne, wenn... ja, machen wir erstmal hier rüber. Die normale Werkbank stellen wir dann jetzt gleich hier vorne an der Tür hin. Aquilonischer Baustil, so wollen wir das auch haben. Oh, das war ein bisschen zu weit weg von der Wand. Nochmal. So, wo verschwindet so eine Wand jetzt? Soll ich sagen, so. Na bitte. Und jetzt kommen wir uns nämlich auch... ah, ich glaube, die haben wir noch gar nicht gelernt. Sieht zumindest nicht danach aus, ne?
Müssen wir noch lernen. Zwar waren wir bei Überleben. Eigentlich. Oder war das hier? Ach, hier war das. Das. Hier waren sie noch nicht drin. Sind sie hier? Hier sind sie bei. Ich nehme nämlich gern diese Wand. Kohlenpfannen und sowas. Oder Hängekohlenpfannen. So, mal gucken, was braucht man dafür? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Brauchen wir acht Fackeln. Die stelle ich. Was? Eine Schellenfackel? Okay. Pflanzenfasern. Moment, können wir nicht schon die Eisensichel? Kriegen wir doch umso mehr Fasern raus. Na klar. Herstellen. So, dann holen wir gleich mal das Ding hier raus. Da rein. So. Tür zu, steht. Dann sammeln wir mal ein paar Fasern ein. Erstmal die Sichel wieder weg. Ah, hätte ich vielleicht machen sollen, bevor ich ins Inventar gehe. Schmeißen wir aber mal den anderen Kram weg. So. Was hatte ich jetzt? Acht Fackeln brauchen wir. Acht Fackeln. Da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das jetzt wirklich 8? Vier, fünf, sechs, sieben. Ne, da fehlt noch einer. Zwei, vier, sechs, sieben, acht. Passt. So. Schmeißen wir die hier rein. Und jetzt 40. Eisen. Und dann müssen wir bald schon wieder Metall holen. Dann bringen wir mal die Pflanzenfasern hier zum Umwandeln. Damit wir auch wieder Strecke und sowas haben. Dann können wir die Tierhaut gleich hier rüber packen. Genau. Acht Fackeln für die Wand. So, jetzt müssen wir wohl mal gucken, wo baue ich die hin. Ich würde sagen, immer nach dem dritten. Das würde bedeuten, auf der Höhe. Eins. Dann hier einen hin. Wie hat man das ein Stück höher? So. Hier ist es ein bisschen blöd. Na gut, machen wir es trotzdem. Soll ja auch gleichmäßig aussehen. 3, 4, 5. Na gut, hier ist es genau hinter der Wand. Machen wir es so. Noch eine, warte, 1, 2, 3, hier. So. Haben wir jetzt auch wieder Beleuchtung bei uns im Haus. So, jetzt wollte ich mal was gucken hier, und zwar der Trockner. Ach, da musste ich Holz besorgen, aber das
Hat noch einen Augenblick Zeit. Ja, ach ja, der wandelt gerade um. Ja, wir sollten, oder ich sollte langsam drüber nachdenken. Einen zweiten Schmelzofen. Wie viel brauchte der? 500 Steine. So. Los geht's. Oh, 700. Das ist doch super. Wo ist er jetzt? Da. Gucken, wenn der verbraucht ist, ob wir gleich noch einen zweiten bauen können. Ich sagte ja, 4 Stück brauche ich. Hm, ja, ich könnte es probieren. Gleich noch ein. So. Na bitte. Dann krabbeln wir mal wieder hoch. Hoppelhase. Guckt, was wir machen. So. Stellen wir die Beine gleich auf. Nummer 6. Machen wir ungefähr genauso. Ja, so. Gucken, passt. Oder bin ich zu dicht an dem anderen? Nee. Und hier. Passt das auch. Genau. So, als nächstes brauchen wir dann Holz. Jetzt sollen wir erstmal Holz klopfen gehen. Dings habe ich euch ja gezeigt, die Schwefelmine, zumindest die eine. Die andere kann ich oder möchte ich so noch nicht hin, weil da sind auch Bogenschützen, solange ich noch keinen Bogen habe. Möchte ich auch noch gar nicht hin. Klaue ich hier unten erstmal das Holz. Da wir ja die Ranken auch so gut gebrauchen können. Sind überlastet. Ja, das kennen wir ja schon. So. Dann bringen wir erstmal das Holz weg. Und dann würde ich Steine holen und dann würde ich als erstes schon die ersten Ziegel brennen. So, Metall, Stahl. Ja, dann kommen hier die Steine rein. Zack. 10 zu 1. Das heißt viel Steine. Viele Steine sammeln. Ich glaube, ich müsste erstmal den Hof hier fertig machen. Naja, Hof. Ihr wisst, was ich meine.
Tierhaut. So. Sehr schön. Boah, alles auf einmal. Sie sind überlastet. Kommt mir bekannt vor. Ich wollte sagen, den Tempel, den bauen wir dann wieder hier hinten hin. Fangen wir ruhig hier an. Halt! Das sollte dann nicht hin. Na bitte. Hier kommen dann auch noch Fundamente hin. Na bitte, so langsam nimmst doch Form an, so wie es sein soll. Dann bauen wir nachher noch, was heißt nachher? Ich denke mal, dann in der nächsten Folge werden wir das mit den Fundamenten weiter ausbauen. Und wir werden ja, Palisade kann man nicht sagen. Wir werden Umrandung drumherum bauen. Dass, falls eine Purge kommt, wir nicht wieder überrascht werden, wie das letzte Mal. Da haben wir nun gerade angefangen mit bauen. Aber das kriegen wir schon auf der Reihe. Ach ey, das Holz ist uns ausgegangen. So, dann bauen wir mal die restlichen Dings auf. So. Ja, dann machen wir jetzt mal Taschen leer. Fangen wir hier an. Metall rein. Jetzt hier weiter. Holz rein, Stein rein. Dann machen wir die Äste rein. So, halt, da kommt noch was rein. Das hier. Hier kommt das rein. Können wir das nicht umwandeln? Kommt das noch rein? Ja, und das andere Fleisch kommt halt hier rein. So. Aber ich denke mal, wir werden erstmal das Fleisch austauschen. So.
Gammelfleisch können wir auch darin packen. Und dann noch schnell die spitze Hacke reparieren. Holen wir gleich wieder ab. So, die Käfer raus. Ist ungesund. So, Spitzhacke. Ja, meine lieben Freunde, und dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, wir sehen uns.